walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute Destiny News an. Die wird es in Zukunft regelmäßig geben, immer dann, wenn was Wichtiges in der Welt von Destiny oder rund um Bungie passiert. Und ja, heute ist es endlich mal soweit, da haben wir eine neue Info bekommen. Und zwar hat unser lieber Deej, und ihr seht es jetzt hier auf der Seite von Bungie, der hat heute was getwittert, was vor einigen Monaten schon mal so ein bisschen die Runde gemacht hat. Damals hatte Bungie eine Firma aufgekauft, die sich auf Microtransactions in Videospielen spezialisiert hat, und damals hat man schon so gemunkelt, das kommt vielleicht zu Destiny. Man hat auch überlegt, dass es vielleicht ein Trading-System sein könnte. Und ja, was es jetzt gibt, ist, dass Bungie Tess Everest zurückbringt. Ihr habt es vielleicht bemerkt, seit dem Update auf die 2.0 ist das Fenster am Kiosk leer. Die liebe Tess Everest ist nicht mehr da. Und ja, die bringen sie jetzt zurück. Und im Taken King gibt es noch einiges zu entdecken, meint Deej hier, am Dienstag, dem 13. Oktober, das heißt nächsten Dienstag, beim nächsten Reset Day, wird Tess Everest wieder im Turm sein und sie wird einige Sachen verkaufen. Zum einen 18 brandneue Emotes, das heißt, ihr könnt euren Tanz verändern, also so wie man es jetzt mit der Collector's Edition bereits konnte, indem man auf dem D-Pad nach links gedrückt hat, könnt ihr eure Tänze verändern. Und davon wird es 18 Stück geben. Und diese Emotes sind komplett optional. Niemand wird gezwungen, einen dieser zu kaufen. Aber ihr könnt sie natürlich kaufen, wenn ihr wollt. Und man verschafft sich dadurch keinen Vorteil. Und das ist auch was Bungie weiter unten dann nochmal erwähnt, also man wird diese niemals brauchen, um in Crucible zu gewinnen, um ein Raid zu beenden oder um irgendwelche Updates fürs Spiel zu bekommen. Also das sind einfach nur kosmetische Neuerungen auf eurem Charakter. Ich meine, wenn ihr es wollt, dann könnt ihr euch das gerne holen. Das Ganze wird so funktionieren, dass ihr über den PlayStation Store oder über den Xbox Live Store sogenannten Silver beziehen könnt. Das ist eine neue Ingame-Währung, die es geben wird. Und mit dieser Ingame-Währung könnt ihr dann bei Tess Everest eben genau diese Emotes kaufen. Ab Dienstag, 13. Oktober verfügbar, und Bungie gibt an, dass das Ganze, das ist ein Giveaway für jeden Destiny-Spieler gibt, und jeder bekommt eine kleine Menge von diesem Silver auf sein Guthabenkonto drauf, so dass man das einfach schon mal ausprobieren kann und bei Tess etwas kaufen kann. Vermutlich reicht das Ganze dann für ein frei wählbares Emote oder eben für was anderes. Und was Bungie jetzt hier leider nicht erwähnt, und ich hoffe wirklich inständig, dass das nicht der Fall sein wird, ist, ob das Ganze irgendwann in der Zukunft mal Vorteile bringen wird. Das heißt, so eine Art Pay-to-Win. Ich hoffe wirklich nicht, dass Bungie diesen Fehler macht und irgendwelche Waffen ins Spiel bringt, die Vorteile bieten und die man nur dort erstehen kann, so wie zum Beispiel in Call of Duty das der Fall ist, weil in Call of Duty gibt es DLCs, da gibt es Waffen dazu, die sind für gewöhnlich immer so gehalten, dass sie stärker sind als andere, und ja, Spieler, die eben einen Vorteil haben wollen, die sind dann bereit, das Geld auszugeben und kaufen sich diese Waffe. Ich hoffe wirklich, dass das Ganze in Destiny nicht passieren wird. Bitte Bungie, tu uns das nicht an. Und das ist soweit das Update, das Deej jetzt gestern Abend rausgehauen hat. Wie gesagt, ab nächster Woche steht das dann für alle zur Verfügung. Das ist die erste große Neuerung, und dann das zweite, dieser Tweet von Luke Smith. Luke Smith ist der Verantwortliche für den Raid in Destiny. Und ja, ihr seht's, was er hier getweetet hat. Oryx Basketball Court is a fun Easter Egg the team put together. It's just a place to dunk like your neighbor's 8-foot rim, no loot to find. Das Ganze referenziert natürlich, ihr wisst wahrscheinlich, auf den geheimen Raum im King's Fall Raid. Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht. Und unglaublich aber war, Bungie bzw. Luke Smith hat sich drei
volle Tage Zeit gelassen, das rauszuhauen. Die haben 3 Tage lang Leute wirklich 24/7 danach suchen lassen, nach irgendwelchen geheimen Sequenzen, nach irgendeinem verborgenen Loot, nach irgendwas, was dieser Raum anders sein könnte als eben das, was er twittert, ein Basketballplatz. Und nein, leider gibt es in diesem Raum nichts weiter zu finden und ich finde es ganz ehrlich schon eine kleine Frechheit, weil ihr müsst überlegen, es haben wirklich Leute viel, viel Zeit da rein investiert, die sicher anderweitig investiert hätte sein können und Bungie hat sich das 3 Tage lang angeguckt und nichts gesagt. Deitch hat geschwiegen und auch andere Mitarbeiter von Bungie meinten, sie haben keine Ahnung. Möglicherweise ist es so, ich weiß es nicht, ob die vielleicht wirklich von nichts wussten, aber man hätte es in Erfahrung bringen können, weil die Community war sehr interessiert an diesem Thema und es hat sehr, sehr viele Leute verärgert. Also ihr seht hier einige Tweets, zum Beispiel hier Dato, der hat einfach nur GGGGGGG getwittert. Dann Reckon war, das ist jemand von Streamerhaus, dem ich folge. Ja, der hat dann auch gemeint, so ja, ist bestimmt noch eine versteckte Nachricht drin, hat dann versucht, diese zu finden, in Anführungszeichen. Ja, und auch ich habe meinen Missfallen darüber geäußert und getwittert, I still can't believe that you thought it would be fun for not telling us for days. Why? Also wirklich, warum hat Bungie uns das 3 Tage lang einfach nicht mitgeteilt? Hier einige weitere Tweets von der Community. Und so Leute wie SC Slayer Age, ihr kennt den vielleicht, das ist ein recht großer und recht bekannter Streamer, die haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit hier rein investiert und ich finde es wirklich von Bungie nicht nett, das Ganze quasi die Community so zum Narren zu halten. Ein Easter Egg ist immer lustig in einem Spiel, aber dann mach's doch bitte offensichtlich und gib es dann nach einem Tag oder meinetwegen nach ein paar Stunden, in der die Community hier seinen Spaß hatte, gib's bekannt und lass das Ganze nicht 3 Tage lang laufen, denn da ist die Community dann nicht mehr sonderlich erfreut, da findet die es nicht mehr lustig und ja, ich glaube, dieser Raum hat mittlerweile seinen Zweck erfüllt. Er ist ein Easter Egg und jetzt wird ihn nie wieder jemand aufsuchen, denn was will man dort? Ich meine, Basketball spielen, ja, schön und gut, aber das ist jetzt auch nicht der absolute Brüller. Und ich hoffe tatsächlich, dass Bungie da über seinen eigenen Schatten springt und die Spieler etwas dafür entschädigt. Ich meine, ein freies Emblem für jeder, der im Raum war oder keine Ahnung, irgendwie eine gewisse Anzahl an Silver, das, was man ja jetzt dann bekommt, das wäre jetzt wirklich angebracht, Bungie. Das zumindest meine Meinung. Ich fände es toll, weil auch ich habe einige Stunden zum einen gebraucht oder verbracht, um in den Raum zu kommen mit meinem Team. Und dann haben wir mehrere Stunden drin verbracht im Raum und versucht, das Rätsel zu lösen. Bungie, es wäre echt nett, wenn die Zeit nicht verloren gewesen wäre und wir da irgendeine Entschädigung für bekommen würden. Aber gut, das wird sich zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die News hilfreich. Wie gesagt, die wird in Zukunft oft öfters kommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und abonniert am besten jetzt bereits die Playlist, die ich dafür erstellt habe, um immer auf den Laufenden zu sein, wenn es eine neue News gibt. Hier werden zum Beispiel abgedeckt irgendwelche wichtigen Tweets, wie man es jetzt hier gesehen hat, die Weekly Updates, die Patch Updates, also die Patch Notes. Das alles werde ich versuchen hier unterzubringen und in diesem Sinne haut rein, euer Alum.